Hallo. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Ich interessiere mich für den MLT 580 Crossover. Gute Wahl, den können wir Ihnen anbieten. Ist das auch der mit den 6 Zylindern? Ja, dieses Jahr gibt es zum Beispiel auch den MLT Crossover noch als 6 Zylinder. Ehrlich? Das ist ja perfekt. Bekomme ich das dann auch vertraglich zugesichert? Na klar. Cool, dann würde ich so einen nehmen. Hallo? Was gibt's denn? Hallo, hier ist der Wohnmobilhändler, der Ihnen den MLT verkauft hat. Aufgrund von Schwierigkeiten in der Lieferkette kann Mercedes nur den 4-Zylinder liefern. Wie jetzt? Sorry, wir hatten keine Wahl. Ihr Schwein! Meine Schauspielkünste sind ausbaufähig, aber ich denke, ihr habt die Message dahinter verstanden. So oder so ähnlich ging es tatsächlich sehr, sehr vielen Kunden, die sich für einen Hümer MLT entschieden haben, also praktisch die Offroad-Allrad-Variante. Denn bis zu diesem Jahr wurde auch zugesichert, dass es den als 6-Zylinder noch gibt und es wurde tatsächlich auch so verkauft. Und jetzt ist aber rausgekommen, dass es eben nicht so ist. Wer hat Schuld daran? Wie ist das Ganze? Wie ist denn überhaupt der neue Mercedes-Motor? All das klären wir heute in diesem Video. Heute gibt es mal wieder ein richtiges Real Talk-Video von uns. Also ihr dürft gespannt sein. Wir gehen da nämlich wirklich ins Detail einfach mal drauf ein und plaudern auch ein bisschen aus dem Nähkästchen. Für all diejenigen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, was ist denn jetzt überhaupt die Ausgangssituation? Dafür gibt es ein sehr interessantes Video von dem YouTube-Kanal Camperklatsch, betrieben von der Nora und dem Bertil. Das haben wir uns selber auch geguckt, haben wir selber auch drunter kommentiert. Fanden wir hochinteressant, weil dort auch mal die Sicht eines Kunden erzählt wurde. Auch eine sehr, sehr interessante Sichtweise. Wenn ihr das Video anschauen wollt, wir verlinken es euch einfach in der Videobeschreibung. Ist von meiner Seite aus auch eine Empfehlung, weil ihr dann auch wirklich, wie gesagt, einfach auch mal eine andere Betrachtungsweise bekommt. In dem Video beschreiben die beiden, wie sie sich einen MLT 570 Crossover bestellt haben und der praktisch noch als 6-Zylinder bestätigt wurde oder auch als 6-Zylinder noch im Vertrag stand. Was zum damaligen Zeitpunkt auch bewusst war, dass Mercedes demnächst schon auf den neuen Motor, also auf den 4-Zylinder, umschwenken möchte. Ihr könnt also verstehen, dass dann dieser 6-Zylinder-Motor umso wichtiger geworden ist oder umso begehrter. Das heißt also, es wurde auch explizit nochmal damit verkauft, das ist jetzt ein 6-Zylinder, den kriegt ihr jetzt so und den wird es dann auch nicht mehr geben. Dementsprechend haben sich die Kunden natürlich gefreut hier, klasse, wir kriegen nochmal die letzten und es war vielleicht dann auch nochmal den Impuls für die ein oder andere Kaufentscheidung. Weiterer Punkt ist unser MLT 570 Crossover Video, was wir Januar, Februar gedreht haben, was auch wahnsinnig tolle Aufrufzahlen bekommen hat. Aber da flattern eben jetzt auch ganz viele Kommentare rein, weil da eben kritisiert wird, dass wir etwas anbieten, was es gar nicht mehr gibt. Aber wie gesagt, zum damaligen Zeitpunkt war uns das überhaupt nicht bewusst. Dann ist Folgendes passiert. Mercedes hat einfach gesagt, aufgrund des Halbleitermangels, der die ganze Automobilbranche, aber auch andere Branchen betrifft, schwenken sie jetzt um auf den technisch besseren und aktuelleren Motor. Was heißt das? Das heißt im Prinzip einfach nur, dass sie die Fahrzeuge, die als 6-Zylinder sozusagen zugesagt wurden, als 4-Zylinder bereits bauen, weil das durch diesen Halbleitermangel einfacher möglich war. Das Problem an der Stelle war, dass Mercedes Hümer gesagt hat, dass das klappt mit den 6-Zylinder-Fahrzeugen und Hümer natürlich uns Händlern gesagt hat, dass das klappt mit den 6-Zylinder-Fahrzeugen. Und wir natürlich dann auch den Kunden gesagt haben, dass das klappt mit den 6-Zylinder-Fahrzeugen. Ihr könnt euch also vorstellen, dass da hier ein sehr, sehr großes Dilemma entstanden ist. Das heißt also, wir sind wie bei den Lieferterminverschiebungen, wie bei den Lieferterminverzögerungen auch nur das vorletzte Glied in der Kette. Ihr habt dieses Video von uns auch schon gesehen und da ist es genau das gleiche Thema. Wir wussten auch nicht, dass es nicht klappt. Wir haben es auch nicht kommen sehen und Hümer auch nicht. Also zumindest sind das die Aussagen, die wir von Hümer bekommen. Wir haben nämlich selbst da auch schon den Dialog zur Firma gesucht. Was man allerdings sagen muss, das ganze Thema wurde selbstverständlich auch als Verkaufsargument genutzt. Dass sich das dann jetzt rausstellt, dass es eben nicht klappt, ist halt dann wirklich sehr, sehr schwierig und kommunikativ ein absolutes Desaster. Und am Ende muss man einfach sagen, man lernt nie aus. Sowas hatten wir in den 30 Jahren Unternehmensgeschichte auch noch nicht, so eine Situation. Und dementsprechend ist es halt auch sehr unglücklich. Und da müssen wir uns auch als Händler einfach dafür entschuldigen, dass es so abgelaufen ist. Also ich kann da auch den einen oder anderen Kunden verstehen,
der sich wirklich auf seinen Sechszylinder gefreut hat und da vielleicht auch schon die ein oder anderen Vorkehrungen dafür getroffen hat. Aber wie schon gesagt, dass diese Zusage nicht gehalten wird, das konnten wir auch nicht absehen einfach. Wichtig an der Stelle zu erwähnen, niemand ist verpflichtet, jetzt dann auch den Vierzylinder zu nehmen. Zumindest handhaben wir das so. Ich denke aber, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, so machen es die meisten Händler auch, weil es war eine zugesicherte Eigenschaft und viele, die explizit den Sechszylinder wollten, die können natürlich dann aus dem Vertrag wieder raus. Dementsprechend haben wir das auch kommuniziert, so lieber Herr Kunde X, wir möchten uns entschuldigen, es ist hier wirklich was Doofes passiert und leider funktioniert das mit dem Sechszylinder nicht und wir müssen sagen, so das Feedback, was wir bis jetzt bekommen haben, die meisten nehmen tatsächlich auch den Vierzylinder, weil der objektiv betrachtet auch der technisch bessere Motor ist. Ich weiß, viele von euch sehen das wahrscheinlich anders oder haben da jetzt schon mal Kritik an dieser Aussage, aber das ist alles mit Daten, Zahlen und Fakten belegbar. Es gibt hier auch einen sehr, sehr interessanten Bericht, den wir euch auch in die Videobeschreibung packen. Es gibt nämlich einen Autobildbericht von dem neuen Mercedes Sprinter, wo der 4x4 auch getestet wird, auch der Vierzylinder. Mit den neuen Gegebenheiten, da werden auch sehr viele Fakten aufgezeigt, warum der Motor und das Chassis jetzt einfach überarbeitet das Bessere ist. Vorneweg schon mal, wir haben keine Preiserhöhung. Wahrscheinlich wird der neue Motor sogar ein bisschen günstiger. Wir haben auch einen neuen Allrad. Das ist auch ein sehr, sehr umstrittenes Thema, weil viele ein großer Fan von dem Obereigner Allrad sind, weil man den einschalten kann und dann funktioniert der. Allerdings regelt der bei 15 bis 20 km/h wieder ab. Also dann springt der wieder raus. Ja, der geht nur für die minderen Geschwindigkeiten. Der neue Allrad funktioniert dann bei allen Geschwindigkeiten. Des Weiteren ist der neue Allrad auch automatisch. Das heißt, man muss keinen Knopf mehr drücken. Und er hat eine automatische Regelung, die praktisch das Drehmoment auf die Achsen verteilt. Sogenanntes Torque on Demand. Das heißt, wenn auf der Hinterachse oder auf der Vorderachse mehr oder weniger Drehmoment benötigt wird, dann steuert der Allrad das automatisch, sodass praktisch dort der Drehmoment angesetzt wird, wo auch wirklich Traktion da ist. Und da gibt es auch Messergebnisse, die auch gezeigt haben, dass die Traktion, also die Drehmomenttraktion tatsächlich bei dem neuen Vierzylindermotor deutlich besser ist als bei dem Sechszylindermotor. Wenn wir schon von Drehmoment sprechen, der neue Vierzylinder hat auch 10 Newtonmeter mehr Drehmoment als der alte und durch das 9-Gang-Automatikgetriebe im Vergleich zum 7-Gang-Automatikgetriebe auch eine deutlich kürzere Übersetzung. Hat zwei Vorteile, er springt ein bisschen schneller an und auf der anderen Seite kann man höhere Geschwindigkeiten, auch von Mercedes nachgewiesen, also es wurde bei 120 km/h gemessen, höhere Geschwindigkeiten mit weniger Motorleistung praktisch fahren, das heißt weniger Verbrauch. Und weiterhin soll der neue Motor auch ein Stückchen leiser sein. Alles in allem wird der Motor leichter, dennoch muss dann mehr im Motorraum verkleidet und verstärkt sein. Das heißt, wir haben dadurch einerseits eine hohe Fahrstabilität, aber gewichtstechnisch gibt es da entweder keine Unterschiede oder es erhöht sich tatsächlich nochmal eine Kleinigkeit. Kommen wir einfach mal zu einem kurzen Fazit. Was soll ich sagen? Es ist aus Endkundensicht wieder mal ein absolutes Desaster, das gleiche Thema wie mit den Lieferterminverschiebungen. Ihr habt es aber an Corona gesehen, das sind ungeahnte Mächte. Nur mal, um auch noch mal aus den Nähkästchen zu plaudern, bei unserem Bau ist es nämlich auch nicht anders. Da zahlen wir viel, viel mehr Geld und müssen mit Lieferterminverschiebungen rechnen. Und niemand hat dazu einen Einfluss. Und die, die am Ende der Kette stehen, müssen leider Gottes dann auch am meisten drunter leiden, weil die tragen dann die Konsequenzen, die dann praktisch durch verschiedenste Ereignisse und sonst was herbeigeführt werden. Und wie schon gesagt, am Beispiel von dem YouTube-Kanal Camperklatsch kann man auch mal wirklich sehen, wie weh das tut und wie viel Emotion da auch in diesem Thema drinsteckt, weil es sind Freizeitfahrzeuge und Leute verbringen teilweise sehr, sehr viel Zeit da drin in ihrem Leben und wollen das natürlich auch so perfekt wie möglich haben. Uns tut es auch aus Händlersicht wirklich leid, dass das so gelaufen ist. Dennoch, ich betone es nochmal, wir haben genauso die Nachricht bekommen und sie dann einfach sofort weitergegeben an die Kunden. Dort ist aus den Händlersicht bei den seriösen, großen Händlern oder bei den meisten Händlern auch kein Vorsatz drin, dass man irgendwie versucht hat, jetzt Leute zu täuschen oder zu locken. Weil im Moment ist es sowieso so, dass wir überhaupt versuchen, irgendwo die Ware herzubekommen, um die Nachfrage zu bedienen. Und Sechszylinder oder Vierzylinder hätte jetzt in der Nachfrage wahrscheinlich wenig geändert. Aber es ist natürlich ärgerlich, dass halt jemand einen Sechszylinder bestellt hat und den einfach nicht bekommt und der ihm auch noch zugesagt wurde. Also ihr seht, kommunikativ wirklich schlecht, aber von Mercedes einfach so entschieden worden. Dann wurde es eben so weitergegeben. Man lernt niemals aus, auch nicht als Händler.
das nächste Mal, wenn solche mündlichen Zusagen zu irgendwas gemacht werden, wissen wir auch Bescheid, dass wir das nicht für bare Münze nehmen und informieren unsere Kunden schon im Vorfeld drüber, dass das vielleicht noch änderbar sein kann. Das Gleiche ist mit den Lieferterminen. Ihr dürft uns natürlich auch gerne kritisieren, aber dennoch glauben wir, dass wir hier sehr, sehr schnell und auch sehr kundenorientiert gehandelt haben. Und ich glaube auch wirklich, dass da die Hauptschuld nicht bei den Händlern liegt. Aber gerne dürft ihr uns einfach mal eure Betrachtungsweise in den Kommentaren wissen lassen. Ihr wisst ja, wir stehen für Transparenz. Deswegen habe ich das Video heute auch gemacht, weil es uns wichtig ist, dass ihr auch informiert werdet, dass auch mal jemand darüber spricht, der vielleicht da auch anders drinsteckt und andere Informationen hat. Aber ich kann euch sagen, viel mehr Informationen als ihr Kunden haben wir leider auch nicht bekommen. Also wir wussten auch nicht Bescheid. Wenn euch solche Videos gefallen oder generell ihr mehr Transparenz von uns wünscht oder auch generell euch solche Real Talk Videos gefallen, dann dürft ihr uns das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen. Und damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst, dürft ihr uns natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Wir freuen uns immer sehr. An der Stelle, ich bedanke mich einfach für den Support der letzten Zeit. Im Moment läuft es wirklich toll. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder.